Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory 4. Erstmal meine Verbündeten wieder ein bisschen aufpäppeln. Ich habe mich jetzt hier durchgekämpft. Ich glaube, das ist ein Raum, der mich vergiftet. Aber da ich giftresistent bin durch meinen Schmuck, komme ich auch relativ gut davon. Das ist natürlich jetzt nicht so nice. Also jetzt diese Bale, die machen mir schon ein bisschen Sorge. Guck mal ganz kurz, ob ich irgendwie... Oh, leise Kiste. Ich glaube, das mit dem Bahn, das ist gar nicht mal so gut. Also, das macht mir schon ein bisschen Sorge. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also, kriegen anscheinend also diese Himmelsdinger gegen Arsch viel Schaden von meinen Sachen. Aber der da ist, glaube ich, relativ unbeeinflusst dabei. Das wird weiterhin richtig knackig, muss ich mal anmerken. Also, sich mit dem Bahn hier durchzuschlagen, ungern. Ja, da ist sehr unbeeindruckt. Von allem, was ich tue, glaube ich. Ah, man muss halt eben schon so ein bisschen... Da, ich glaube, da ich auf leicht gespielt habe, auf leicht gestellt habe, lässt sich, glaube ich, nicht ganz so sehr beeindrucken. Lass ich mich nicht ganz so schnell beeindrucken, aber es ist trotzdem... Ab und an mal heilen. Stash da. Oh, scheiße, das. Das ist echt hart. Ja, komm, Mädel, heil mal wieder durch. Oh, durchheilen, dankeschön. Na, heil nochmal am besten. So, wir haben ihn gleich. Boah, wenn ich das nicht auch leicht hätte, das wäre fast unschaffbar, Leute. Also, ich glaube, das Spiel möchte echt, dass man ja richtig hardcore grindet und nochmal die krassesten Sachen bei sich hat und... Oh je, ne? Das ist ja... Oh je. Oh, hier? Sehr gut. Ich glaube, jetzt kommt auch weiter. Jetzt kommen wir auch wieder weiter. Ich glaube, kann ich einfach wieder zurückgehen? So, okay, bye. Mir auch scheißegal. Ich glaube, das geht, ne? Jetzt müsste ich an der einen Stelle weiterkommen. Ich laufe mal einfach mal. Ich bin mal ganz dreist, ne? Einfach mal vorbei. Oh mein Gott. Oh, ja, bitte einmal wieder Arsch viel Geld verlieren. Das ist that's my shit. Das ist das, was ich tue. Andauernd hier Geld verlieren. Good evening. Ich bin bald arm. Wisst ihr? Am besten einfach gar kein Geld haben. Das ist der Trick, ne? Wenn du kein Geld hast, kannst du keins verlieren. So funktioniert das auch in unserem Staat. Das funktioniert immer ganz gut. So. Hi. Bye. Nee. Nee, aber ich hatte irgendwo... Hatte ich nicht irgendwo... Nee. Hä, was habe ich denn jetzt umgelegt? Dann erstmal bitte... Oh, Mädel. Was hat das jetzt gebracht? Das muss doch irgendwie einen Grund gehabt haben. Irgendwas verdienstet? Nee, eigentlich nicht. Wo komme ich denn jetzt? Wo komme ich denn jetzt weiter? Wahrscheinlich die doch besiegen sollen. An der Stelle. Hat dir das was geändert? Mal Platz hier. Hier geht's ganz weiter. Das hier. Vielleicht muss ich da erstmal irgendwie das Umlegen verifizieren. Indem ich hier als Antwort umlege. You know. Ich bürste hier einfach mal rein. Ich muss auch mal ein bisschen heilen, nicht nur bürsten. Das wird so ein bisschen eklig. So, Herr von Montubal. Habe ich eh, was der für Schaden an mir macht? I mean, ich habe... Wie viel HP habe ich? Ich habe 17.000. Also da muss er... Keine Ahnung, was der für insane Mist macht. Das ist ja nicht mal normal. Ich heil mal. Ich geh mal ganz kurz an den Rand. Lass mich mal bitte ganz kurz gehen und bitte auf meine Kompagnons. Dankeschön. So. Vielleicht muss das noch. Muss ich den Raum clearen, um das Umlegen des Schalters nochmal zu verifizieren? Weil ich glaube, vor uns. Das ist ein grüner Schalter und vor uns hat auch so eine grüne Säule. Ich schieb mich jetzt hier nicht raus, sondern der wird wahnsinnig. Oh, nice. Was ist das jetzt hier? Kochgegenstand gelernt, gegrillter Glitzerschnapper. Na, das hat er, das ist er, Dankeschön. Toll, jetzt habe ich den Raum hier quasi geklärt. Ist das jetzt, kann ich jetzt an der grünen Stelle weiter? We will never know, I don't know. Wir gucken mal, war das hier irgendwie grün? Okay, wieso komme ich hier nicht weiter? Achso, das ist ein geheimer Gang hier. Ups. Oh, scheiße, das gerade. Warte mal. Kann ich schon mal zurück, bitte ganz kurz? Danke. War der geheime Gang neulich auch schon da?
Bin ich gerade zufällig? Habe ich schon gerade zufällig entdeckt? Oder was passiert da gerade? Da ist er aufgegangen, weil... Ich habe keine Ahnung. Viele Fragen. Null Antworten. Der wird gerade wieder von irgendwas geheilt, der Wal. Das ist nicht gut. Da kommt hier mal hier ganz viel Zeug rein. Oh ne, der Eiszauberer, der ist relativ resistent gerade. Schein, Dankeschön, Spiel. Dann macht man lieber von Hand. Wenn ich mal irgendwas treffen würde, das wäre natürlich auch gut. Ich weiß eigentlich nicht, ob man das Tor wegmachen würde. Das hätte natürlich auch was, ne? Ja, bevor das Tor noch auf die Idee kommt, noch irgendwas zu respawnen. So, Eiszauberer ist weg. Das Ding nervt mich auch tierisch. Der Skorpion da hinten. Ich glaube, der ist ziemlich anfällig für meinen Windzauber. Deswegen spamme ich jetzt einfach mal auf ihn drauf. Dann müsste der jetzt weg sein. Ne? Ja, gut. Und der Ball, der ist natürlich auch wieder richtig nice. Ich versuche ihn einfach mal irgendwie so down zu kriegen. Wie haben wir es überhaupt? 0 Uhr 17. Geil. Dieses Monster ausgedacht. Der ist so bulky. Also, er ist ja gar nicht mal so bulky, aber er haut einfach raus. Wie er raushaut, ist halt eben super nervig. Ist eigentlich schon das einzige Schlimme an ihm. Aushalten ist schon... Glaskanone ist jetzt auch nicht, aber... Oh. Please don't finish me. Ja, genau. Genau, da reibt dich erstmal in Ruhe die Augen, die Alte. Boah. Geh weg. Geh bloß weg von mir, Alter. Oh mein Gott. Ich bin gerade fast gestorben, weil die... Mir ist ein Ohr, ich muss mir die Augen reiben. Oh Gott. Ungünstigster Zeitpunkt für die Animation überhaupt. Meine Fresse. Schnell weiter. Oh, das ist aber natürlich ganz toll. Okay, wer hat das... Wie soll ich das... Was? Wieso? How? Ja, ich bin wieder gestorben zum 1.000.000. Mal. Ah, wie es aussieht, bekomme ich langsam einen Mengenrabatt. Hat jetzt gar nicht mal so viel gekostet, dass ich gestorben bin. Again? Das ist natürlich interessant. Ne, halt zurück. Ja, ist natürlich gut, ne? Vielleicht, ne, nicht Obsidian wieder. Was mache ich denn hier? Ist quasi, vielleicht habe ich inzwischen eine Krankenversicherung. Ich glaube, ich bräuchte ja ganz dringend, ne? Wenn das hier Real Life wäre, Krankenversicherung, großes Gebot. Ich bin natürlich auch ein bisschen dreist von, ne, dass ich hier, Geld zahlen muss, dafür, dass ich versuche, den Drachen zurückzuholen. Arme Venti, ne? Hä? Hatte ich kaum noch Lebenspunkte? Hä? Wieso? Wieso war ich jetzt mit... Warum hat er mich... What? Hä? Wieso? Wie kann das sein? Er hat mich gerade mit einem Schlag getötet? Wollt ihr mich verarschen? Wie ist das passiert? Wie funktioniert das, Leute? Explanation? Das ist jetzt hier nur so grün. Sie ist rot? How? Das ist nothing. Ich glaube, ich muss hier nochmal einen Platz... Ich muss irgendwie hier durchkommen. Ich werde gleich wieder sterben, Leute. Ich sag's euch. Es hat mir gerade immer 5000 Schaden gemacht. Wieso war ich tot? Wieso war ich tot? Was soll der Scheiß? Was ist das? Muss ich nochmal schlafen irgendwie? Hat der gerade irgendwie so einen harten Debuff oder sowas? Dass ich irgendwie keine Lebenspunkte mehr... Wie viele Lebenspunkte habe ich denn? Hä? Das müsste doch locker alles überleben. Hä, das irritiert mich gerade maximal. Wieso bekomme ich gerade so viel Schaden, obwohl ich eigentlich kaum Schaden kriege? Hab ich irgendeinen insane negativen Buff auf mir oder sowas? Na komm, die nehmen wir mal mit, die große Hotfrucht. So. Das war jetzt sehr strange. Ich probier's einfach nochmal. Ich bin gerade ein bisschen, ne? Ich will nicht sagen, dass ich salty bin, aber ich bin, gecatcht und, ich will's wissen. Ich kill das hier gerade, also müssen wir gehen mal weg hier. Gehen Sie mal wieder mal weg, alter Mann. Okay.
Ja, bitte. So, dankeschön. So, mach mal, bitte gib mir mal bitte mal ganz kurz nicht übelst auf den Piss. Dankeschön. So. Let's try it again. Ist das irgendwie ein Anzeigefehler oder sowas? Nee, es ist jetzt kaum Schaden gemacht. Also kaum Schaden. Jetzt habe ich es geschafft. Wieso auch immer. Das war jetzt merkwürdig. Wo ist sie? Da, hi. Oh, ich mache an ihr fast keinen Schaden. Das ist aber schön. Das ist natürlich maximal irritierend. Wenn ich das vielleicht anlege. Wo ist die Alte? Okay, in dem mache ich jetzt gar keinen Schaden. Kann ich denn überhaupt... Hä, was passiert hier gerade? Hä, ist das irgendwie merkwürdig? Ah, jetzt treffe ich sie. Das war gerade irgendwie ganz komisch. Okay. Das funktioniert gar nicht. Damit heile ich sie sogar. Kann ich gerade eigentlich ziemlich vergessen, ne? Ich bin echt maximal schlecht vorbereitet. Feuerball kann ich mir jetzt irgendwie auch nicht so gut vorstellen. Ich probier's mal. Ich habe gerade null Ahnung, was hier abgeht. Nee, interessiert irgendwie auch nicht so richtig, ne? Dann, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen rumprobieren. Dunkelheit? Interessiert die das vielleicht so ein bisschen? Nee. Null Interesse. Denken sich einfach nur so, lol, was geht mich das an? Nee, ich kann gegen die gerade nichts. Ich denke mal, das Problem wird sein, dass sie eine insane Verteidigung haben, beziehungsweise eine Magieverteidigung eine hohe. Und physisch habe ich halt eben gerade nicht so viel, was ich denen entgegensetzen kann, versteht ihr? Das ist gerade ziemlich kacke. Dann an der Schraube kann ich nochmal reinballern, aber ich finde es vielleicht noch Wasserlaser vielleicht. Ich bin sie kein Wasser. Nee. Einfach alles neu. Ne? Diese Magie kann man, glaube ich, gar nicht erst anzukommen. Das kannst du echt vergessen. Hm. Jetzt ist das hier noch höchstens, aber ich glaube nicht, dass wenn die schon Gaia heißen. Ja, damit heile ich die, genau. Okay. Der Schlüssel ist, ich brauche eine bessere Waffe. Tatsächlich. Darauf wird es hinauslaufen. Anders kann ich den Kampf hier nicht gewinnen. Ach, herrje, ne? Das Schlimme ist, ich muss, glaube ich, theoretisch nochmal alles neu laufen. Ich muss den ganzen Weg nochmal gehen dahin. Alter, ist das hart. Das ganze Ding ist knüppelhart. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ey. Also, ich muss es schon irgendwie schaffen. Nach Hause schicken. Nach Hause schicken. Ich brauche eine bessere Waffe, Leute. Ich guck mal, was es sonst noch so für Waffenalternativen momentan gibt. Hey, Flavia. Dann sing. Sing halt irgendwas, Flavia. Okay, alles gut. So, Waffe fertigen. Warte, jetzt singen die wirklich. Warte, wahnsinnig. Macht mich fertig. So, Smaragdschneider. Nope. Drachenstein klingt natürlich auch nice. Was sind das hier, die Doppelschneiden? Ja. Drachenklaue. Ist natürlich, Uzi Putzi Subi Dubi. Ozean, blaue Schuppe, fühlst du dich intelligent, wie wenn du sie nur hältst? Sie glitzert und strahlt, geradezu hypnotisch wie Alufolie. Findet ihr auch, dass Alufolie glitzert und strahlt und hypnotisch ist? Das ist natürlich richtig nice, sowas, ne? Angriff, das ist natürlich mega imber. Smaragdschneider, da redet man nicht drüber. Jetzt haben wir hier den Ifrit. Golemgestein, das ist natürlich auch was, ne? Das kannst du alle... Oh, hier! Schwerer Schneesturm könnte ich machen, theoretisch, wenn ich noch eine Eisnase habe. Wartet mal. Ich
suchen. Es kann sein, dass ich jetzt eine neue Option habe, ne? Dann muss ich erstmal gucken. Waffe fertigen. Doppelklinge, was jetzt auch gut ist so am Ende, ne? Oh, oh mein Gott, das ist ja um Welten besser, als was ich jetzt habe. Was ich jetzt habe, ist eigentlich schon insane stark. Okay, interessant. Ich kann mal gucken, wie ich noch diese ganzen Schuppen kriege. Aber ich denke mal, die werde ich erst später kriegen. Ifrit, das ist so, so einen roten Kern hatte ich doch schon mal. Problem ist halt nur, irgendwie komme ich an den Golem-Gestein ran. Das war auf jeden Fall noch was. Priesterserie hier, das ist gefährliche Schere. Das ist ja wirklich unsicher, wo ich die herkriegen soll. Die wäre auf jeden Fall auch nice. Die habe ich fast gar nicht. Richtig nice. Ah, hier! Blaues Löwenfell und rotes Löwenfell. Das sind bestimmt die Bossmonster, wo ich manchmal das Loot kriege. Gefährliche Schere ist bestimmt auch ein Bossmonster. Es gibt irgendwie noch so ein Strandareal oder sowas. Das kann sein, dass man das herkriegt. Legendäre Schuppe, okay. Ich denke, das nächstbeste wäre wirklich das schwere Schneesturm. Doppelklingen, die so kalt sind, dass Wasser bei der kleinsten Berührung sofort gefriert. Deswegen verändert die Klingen oftmals ihre Form. Das klingt richtig nice. Also nochmal so ein Elefanten-Eisnäschen farmen bei diesem Mammut. Und dann kann ich die mir zusammenbasteln. Und die, ich meine, I mean, guckt euch das mal an, ne? Der Basic-Angriff. Der hat mal fast 1000 Punkte mehr. Das sind fast 50%. Das sind vielleicht sogar 50% mehr. Ist, was meine jetzige hat. Das ist auf Level 1, ne? Wenn ich das noch ein bisschen weiter upgrade, dann hat das dann vielleicht, ich weiß gar nicht, 1500 oder so? 3500 Angriff, was richtig insane ist. Das wäre was. Was ist hier dabei? Rübenmund, oder? Das kann ich wieder mal vergessen. Das ist aber eh obsolet, weil ich so was Krasses hier habe. Ja, ich muss mal gucken, ne? Das ist noch so ein Eisnäschen, da habe ich auf jeden Fall eine bessere Waffe. Mit, damit kann ich vielleicht auch ein bisschen mehr machen. Das wäre eine Option, dass wir den noch ein paar Mal machen, dieses Mammut. Also ich muss jetzt auf jeden Fall, also ich habe jetzt wieder ein paar neue Gebiete freigeschaltet, jetzt die letzten ein, zwei Aufnahmen. Daraus resultiert sich natürlich, dass ich wieder ein bisschen mehr Loot bekomme. Ich nehme euch mal trotzdem mit, I'm so sorry. Daraus resultiert, dass ich mehr Loot bekomme und daraus resultiert natürlich, dass ich auch vielleicht auch wieder bessere Ausrüstung machen kann. Ich kann das gleiche nochmal gerade bei meiner eigenen Ausrüstung auch nochmal durchgucken, ob ich da nochmal was Krasses hinkriege. Und dann, ich wiederhole nochmal, ne, ich spiele auf leicht. Ich spiele gerade auf leicht. Man merkt echt, dass das halt eben nochmal, ich weiß gar nicht, ob das DLC damals war. Das ist ja jetzt wirklich hier nochmal Postgame, ne, und das gefällt mir. Es ist halt eben wieder richtig knackig. Macht mir Spaß, ne? Ich habe es ja im Stream auch schon oft angesprochen, so wie ich von Grinding und so denke. Und es spricht mir Schutz auf eine gewisse Weise an. Muss eh nochmal gucken, ne? Also ich glaube, irgendwann ist auch nochmal dieser Golem der Boss. Roter Kern kriegt man irgendwo her, den hatte ich auf jeden Fall schon mal. Da kann man auch sowas hier machen, ne? I mean, guckt euch das an, ne? Heiße Doppelklingen, die Hitzewellen auslösen. Der Legende nach haben sie ein ganzes Meer verdampfen lassen. Guckst du mal, ne, wie du daran kommst. Oder hier. Das sind schon Sachen, wo man denkt, so, ja, das, da habe ich mal richtig Bock drauf. So. Dann würde ich die Aufnahme bald beenden jetzt. Also jetzt die Folge. Allerdings möchte ich vorher noch, wir gucken mal nochmal wegen, Rotznasi. Wo war denn das nochmal? Ich guck mal mit euch gemeinsam. Ich habe ja wirklich jetzt ohne Scheiß vor ein paar Wochen fast. Nee, vor ein, zwei Wochen zuletzt aufgenommen. Ich muss mal gucken, wo nochmal hier das Eisding ist. Nee, das ist. Ach, da waren wir ja erstmal. Stufenlos. Das hier? Das sieht gut aus. Wir können auch nochmal Zeug mitnehmen. Hier irgendwo. Blütengeist. Da ist er. Eisnäschen, ne? Kristallmammut. Wollte ich. Da haben wir Blütengeist doch irgendwie nochmal geklappt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall den müssen wir auf jeden Fall Klingen kriegen. Den müssen wir klein kriegen, bis wir ein paar Mal sein kleines Kühlnäschen haben. Also einmal reicht ja, einmal haben wir ja schon. Und das wird dann ganz gut. Einmal besiegt man den nochmal onscreen. Muss man aufpassen. Ich muss mir nochmal seine wunderschönen Texturen angucken. Was machen wir jetzt? So. Oh, jetzt noch böse. Na komm, gib uns dein Eisnäschen. Ja, mit dem Po wackelt. Super cute. Ja, so übelster Boss, der mich töten will. Nicht einfach nur so. Oh, super cute. Ja,
Macht er mal dieses Geräusch vorher, bevor er das spammt? Also hier diese Eisstacheln. Das Problem ist aber, ich habe dann immer nicht genug Zeit auszuweichen. Weil ich immer gerade in der Combo drin bin und dann da rauszukommen, ist dann auch nicht mal so leicht. Was machst du denn hier? Was ist denn mit Eisblöcken? Ob ich das was? Ah, das hätte vielleicht schnell genug reagieren können. Ah, scheinbar lieber wieder. So, das. Also werde ich schon offscreen die ganze Zeit machen, ne? Ich werde jetzt offscreen Eisnäschen sammeln. Von unserem Eisnäschen halt. Und die liegen da unten, die sehen ja auch nochmal interessant aus, ne? Da kann ich vielleicht auch nochmal prüfen und auch bei den Farmen. Wenn ich sie sogar schon probiert habe. Eindeutig, keine Ahnung, Feuer oder so. Oder Wind. Um den irgendwie dran daher zu werden. Aber egal, wir kriegen ihn nach so hin. Das dauert halt eben noch 10 Millionen, 1000 Jahre. Ich wiederhole, ne? Die Spieler vielleicht. Wir spielen auch leicht. Ich sehe mich gar nicht, ne? Ich hab keine Ahnung, was ich tue. Ich weiß nicht, ich würde gerne mal vielleicht. Vielleicht wäre es aber eine Option, aus ihm rauszugehen. Aber ich glaube, ich bin vielleicht ein bisschen festgepackt oder so. Ich kann mich gar nicht bewegen, ne? Da hat mich einfach eingekreist. Der Arsch. Was ich gar nicht machen kann, ist einfach ihn zu besiegen. Na komm. Gib uns Eisnäschen. Boah, ich komm nicht raus, ne? Schengen fest. Jetzt komm ich raus. Ich saß da hinten in der Ecke tatsächlich fest. Krass. So, ja, das muss ich so oft machen, bis doch her sein Eisnäschen fallen lässt. Das ist schon ziemlich traurig. Gut, und auf die Weise werde ich dann vielleicht mal ein paar etwas krassere Waffen farmen. Guck mal einfach mal, ne? Gut. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen und sage einfach mal ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wie mir Let's Play Rune Factory 4. Es wird auf jeden Fall sehr grindy. Also ich muss echt gucken, wie ich dann an mein ganzes Zeug rankomme und alles. Das wird schon hart. Gut. Ja, wie gesagt, danke fürs Zusehen und ja, bye!